die seelische Gesundheit in hohem Maße gefährden. Umso wichtiger ist es, ihnen Werkzeuge zur Hand zu geben, die sie davor schützen können. Verschiedene Arten des Glückstrainings wirken wie eine Art Impfung gegen das Unglück. Und ich habe das, und das wollen wir Ihnen abschließend zeigen, selbst ausprobiert. Ja. Ich wüsste etwas. Du wüsstest etwas? Ich auch. Ich glaube, ich mache besser die Augen zu. Ja. Was macht der Fridolin? Da kann man sich anhalten. Genau. Ja. Gut, ich mache die Augen zu. Du hast viel Talent. Du bist nett. Du bist sehr freundlich. Du bist sehr nett. Du kannst gut. Ich sitze unter der Glücksdusche in der Volksschule Purbach im Burgenland. Daran kann man sich wirklich gewöhnen. Du bist sehr nett. Man merkt einfach, wenn man auch die Kinder beobachtet, am Gesichtsausdruck, also wie sich das verändert und wie ihnen das wirklich gut tut, weil es eben so selten ist. Glück zu erleben und anderen Glücksgefühle zu bereiten, kann man genauso lernen wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Es wird nur meistens nicht gemacht in den heimischen Klassenzimmern. Die Kinder lernen den Umgang miteinander, einen wertschätzenden Umgang. Sie lernen Vertrauen, sich selbst zu vertrauen, anderen zu vertrauen und dem Leben an sich zu vertrauen. Also so das Urvertrauen wird gestärkt. Und sie lernen einfach Selbstbewusstsein. Natürlich lernen die Kinder im Freifach Glück, auch lustvolle Zusammenarbeit und den konstruktiven Umgang mit Konflikten und Schwierigkeiten aller Art. Ich glaube, dass es für jedes Kind wichtig ist und es wäre wirklich sehr, sehr notwendig, dass das ein Unterrichtsfach wird. Ziemlich unwahrscheinlich, dass Kinder, die lernen, auf diese Art miteinander umzugehen, irgendwann beginnen, sich gegenseitig zu mobben. Ich glaube, dass sie einfach sensibel dafür werden, also dass sie selber stark genug sind, um aufzustehen, um zu sagen, nein, so muss das nicht sein. Und auch selber den Mut haben, dann eben dagegen anzukämpfen. Und ich glaube auch, dass sie nicht so leicht zu Tätern werden. Nächste Station, ein Wiener Gymnasium. Auch hier wird Glück unterrichtet. Augenbinden sind kein Problem. Man sieht ja ohnehin nur mit dem Herzen gut. Also es geht darum, dass man ihnen ganz viele Erfahrungen vermittelt. Erfahrungen, die sie vielleicht sonst nicht mehr machen in unserer Welt heute. Und dass sie dadurch sich besser kennenlernen. Eigentlich ist das Glück eine Persönlichkeitsbildung. Es soll sie stark machen, ganz einfach. Dass sie mit dem Unglück, das ja jeder Mensch zweifellos erlebt, dann umgehen können. Es geht nicht darum, dass sie immer glücklich sind. Für mich ist Glück immer etwas Extrovertiertes, das man eben mit anderen Menschen teilt. Und deswegen ist diese Gruppe auch so gut, dass man sich als Gruppe trifft und nicht allein versucht, glücklich zu werden. Und ich glaube, das kann man nicht als Mensch. Es ist halt so ein Kribbeln, es ist halt wie wenn man verliebt ist oder ich weiß nicht. Es ist halt so in dem Moment, einem wird halt ganz warm von innen, würde ich sagen. Es ist so eine Implosion ein bisschen. Man merkt, dass man mehr auf die Dinge achten muss und schauen muss, die einen glücklich machen, als auf die Dinge, die einen traurig machen. Wenn man glücklich ist, dann hat man erst Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen ihnen etwas von diesem Glück mitzugeben. Mhm. Ich finde, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit ist eigentlich sehr wichtig, weil wer selbstbewusst ist und selbstsicher, der lässt sich nicht so leicht unglücklich machen und nicht so leicht beeinflussen und nicht so leicht aus der Bahn werfen. Ich finde, solche Menschen, die jetzt gemobbt werden wegen ihres Aussehens oder wegen ihrer Persönlichkeit, weil sie vielleicht zu viel lachen oder so, ich finde, denen sollte man auch sagen, so, ja, hey, es ist dein Leben, es kann dir eigentlich egal sein, was andere von dir denken, Hauptsache du bist mit dir selber glücklich. Stärkung des Selbstbewusstseins, viel Austausch, Zusammenarbeit. Es ist eine Art Impfung gegen die Krankheiten des modernen digitalen Lebens, die die Jugendlichen im Glücksunterricht bekommen. Ich sehe, dass die Defizite immer größer werden. Ich sehe, dass die Kinder nicht mehr miteinander spielen können, dass sie das verlernt haben, sehr beansprucht sind durch die neuen Medien, dass sie ständig auf einem sehr hohen Erregungslevel sind in ihrer Psyche und dass es ihnen ganz besonders schwerfällt, das wieder abzubauen und da runterzukommen. Ich merke auch, dass sie Angst haben vor Körperkontakt miteinander. Ja? Dieses sich berühren müssen und sich angreifen müssen, das ist für viele eine große Herausforderung. Ich glaube schon, dass sie vereinsamen. Ich glaube, es ist schon viel über soziale Netzwerke, was ich eigentlich auch schade finde, weil wenn jetzt irgendjemand sagt, nein, das möchte ich nicht, dann ist er automatisch ausgeschlossen. Und immer dieses Gefühl zu verpassen, dass man irgendwo nicht dabei ist, ist, glaube ich, auch ein sehr negatives Gefühl, was einem auch im Endeffekt wirklich ziemlich alles kaputt machen kann, wenn man einfach immer nur traurig ist und einfach sich nicht auf die positiven Seiten konzentriert. Bei Burnout denkt man gleich an einen Manager oder so etwas, aber es gibt immer mehr Jugendliche, die einen Burnout haben. Wenn man immer mehr von den Jugendlichen heutzutage erwartet,
Ich glaube auch, dass Ihnen das Fach einfach Stabilität vermittelt, die manchmal in den Familien ja auch nicht mehr so garantiert ist. Wenn Beziehungen zerbrechen, dann verändert sich für junge Leute viel. Und deshalb glaube ich, muss die Schule oder müssen Jugendeinrichtungen da auch einspringen. Eine Stunde Glücksunterricht tut auch gut, wenn man die Matura bereits ein paar Jahrzehnte hinter sich hat, merke ich. Man geht einfach mit gestärkten Abwehrkräften zurück in den Alltag. Früher wurde ich sehr geärgert, gehänselt und man könnte sagen, leichtes Mobbing-Opfer. Das war ich. Nur mit der Zeit habe ich gelernt, egal wie sehr ich mich darüber aufrege, wie sehr ich Nein sage, ich muss gar nichts tun. Ich muss es einfach weglassen. Ich muss es ignorieren. Mir hat das Freifach Glück geholfen, weil ich einfach irgendwie gewusst habe, dass ich jede Woche mich mit Leuten treffe, die dann meine Freunde geworden sind, mit denen ich über alles reden kann und das hilft mir dann auch. Fazit: Es gibt mehr im Leben als Leistungsdruck, Prüfungen, Handys und soziale Medien, bei denen man nichts verpassen darf. Und es wird immer wichtiger, dass die Kids das rechtzeitig lernen. Am besten noch bevor sie das Glück verlernt haben. Es geht darum, auf die positiven Dinge zu schauen, die Stärken zu stärken. Und die Volksschüler in Burbach, die haben mir dann als Abschiedsgeschenk Porträtzeichnungen von mir mitgebracht. Und ich finde, dass sie meine Stärken ausgesprochen gut getroffen haben. Dankeschön dafür. Und mit diesen schönen Bildern und Eindrücken holen wir sie wieder zurück in die reale Welt. Wir schalten in der Studie der Zeit im Bild 2. Lou Lorenz-Dietelbacher hat die Themen der heutigen Sendung. Ja, guten Abend, Barbara. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der ZIP 2 berichten wir gleich über den ersten Besuch des russischen Präsidenten Putin bei der deutschen Bundeskanzlerin Merkel seit über 4 Jahren. Was davon im Hinblick auf die Krise in der Ukraine und vor allem in Syrien zu erwarten ist, bespreche ich live mit unseren Korrespondenten in Berlin, in Moskau und in Erbil. Außerdem, wie kann es zu derartigen Missständen in Pflegeheimen kommen, die wir gestern in der ZIP 2 aufgedeckt haben? Das wollen wir uns heute genauer ansehen. Und in wenigen Stunden kommt es zum letzten Fernsehduell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Das alles in der ZIP 2. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Genau, und wir machen fast pünktlich Schluss. Das heißt, um 22 Uhr geht's los. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dem ganzen Team, dem Publikum, das heute da war. Christian Kugler, der die Filme gestaltet hat. Ein großes Dankeschön meinen Experten Elke Prochaska, Philipp Ikrat, Martina Leibowitz und Dr. Merin. Danke für Ihre Erfahrung und für Ihre Kompetenz. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihnen einen Einblick in die Welt der Jugendlichen zu vermitteln und vielleicht auch einen Blick auf manches, was da nicht so gut läuft, im Sinne des Wohlbefindens, der Gesundheit unserer Kinder. Der wichtigste Rat, und Sie haben es einige Mal gehört, bleibt wohl immer wieder, sich bewusst zu machen, was wir den Kindern eigentlich vorleben. Erziehung ist nichts. Am Ende machen sie uns ja doch alles nach. Dankeschön. Auf Wiedersehen.